dass die sich schnell ausbreitende Marienverehrung ihre Wurzeln in der Anbetung antiker Göttinnen sowie in anderen heidnischen Praktiken hat, haben wir bereits in einem früheren Kapitel dargelegt. Solche Verbindungen scheinen sich jetzt in späteren Kapiteln nur zu bestätigen. Die New Age-Bewegung schreitet zweifellos an vielen Fronten voran, nicht zuletzt in der Kirche, welche die rechte Lehre nicht ertragen kann, weil ihnen die Ohren jucken. Viele Christen haben tiefe Züge aus dem New Age-Trank genommen. Zum Beispiel ganzheitliche Heilung, also ganzheitliche Heilkunde, Hypnose, Yoga, innere Heilung, Meditation, Psychoanalyse und Bewusstseinstraining. Alles heidnischen Ursprungs. Und viele haben neue Lehren und Ketzereien übernommen, die sich auf das humanistische und positive Denken von Teilhard de Chardin, Norman Vincent Peale und anderen Gründen, die der Kirche die Bedeutung eines irdischen Königreichs in der Jetztzeit beimessen, das soziale Evangelium predigen und lehren, dass die menschliche Gesellschaft für die Wiederkunft des Herrn nach den Königreichsprinzipien wieder aufgebaut und christianisiert werden muss. Bryn Jones, eine führende Persönlichkeit in der Church Restoration, also in der Kirchenwiederherstellungsbewegung, verhieß seinen Anhängern Anfang des Jahres 1991, Zitat: Durch die Kraft seines Geistes werden wir alles, was gegen Gott und die Menschen steht, unter die Herrschaft Christi bringen. Gottes Kirche wird in der Endphase dieses Zeitalters die einflussreichste Gruppierung von Menschen auf Erden sein. Ende Zitat. Das ist in der Tat ein prophetisches Wort. Doch wird es in der Schrift nur durch die abtrünnige Kirche in der Offenbarung des Johannes erfüllt. Hallo, moin moin und herzlich willkommen Zuschauer zum Kanal Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Ich komme heute mit einem neuen Video, das heißt Papsttum und politische Macht, und das behandelt das sechste Kapitel aus dem Buch Alle Wege führen nach Rom von Michael Desemlian, das ich im Augenblick, wie ihr ja wisst, simultan Deutsch und Englisch am Lesen bin. Nun, bevor ich eben in dieses Kapitel des Buches reingehe, muss ich eben dabei sagen, dass das Kapitel selbst nur, wie lang ist denn das überhaupt, ungefähr 88, 11 Seiten lang ist und das Thema Papsttum und politische Macht natürlich ein bisschen tiefer geht als das. Ich will auch gleich von vornherein sagen, dass dieses Kapitel im Grunde noch nicht einmal richtig die Oberfläche des Eisbergs angreift oder sehen lässt, wie man auch immer das formulieren will, von dem, wie das Papsttum und die politische Macht ineinander verwoben sind. Aber für diejenigen, die Englisch können, habe ich da ein paar Tipps, aber es tut mir halt leid, dass eben diese ganzen Dinge nur in Englisch verfügbar sind, das kann ich ja auch nicht helfen, aber zur Einleitung möchte ich das doch mal eben sagen. Das Buch von R.W. Thompson, Rome and Civil Power. Das Buch von James Aitken Wiley, Rome and Civil Liberty. Und das Buch The Global Vatican von Francis Rooney, einem ehemaligen Botschafter der Vereinigten Staaten an den Vatikan zwischen 2005 und 2008, der übrigens auch ein Malteserritter war. Alles drei Bücher vorgelesen von Tom Fress in Inquisition Update, das man finden kann entweder auf dem YouTube-Channel von First Amendment Radio in den dementsprechenden Abspiellisten oder aber im Archiv von First Amendment Radio selbst, sind absolut die Mühe, um sich diese Lesungen von Tom Fress einerseits anzuhören und ansonsten sich die Bücher zu besorgen in Englisch und selbst durchzulesen. Und da wird viel deutlicher, viel tiefer, viel intensiver natürlich das Thema Papsttum und politische Macht behandelt, als wir das hier in einem von 21 Kapiteln in diesem Buch
alle Wege führen nach Rom tun können, auch wenn natürlich das ganze Buch mehr oder weniger in den verschiedenen Kapiteln doch auch immer wieder deutlich macht, dass Rom an der ersten Stelle eine politische Macht und keine spirituelle Macht ist. Die spirituelle Macht ist ja nur das, mit dem sich das heidnische, römische, cäsarische Reich damals umgarnt hat, um eben seine politische Macht im Grunde zu kaschieren und um dafür zu sorgen, dass die Christen, die sie nicht mit Kriegen und dem Schwert beseitigen konnten, gefangen werden in der falschen Lehre, nachdem eben Rom sich das Christentum genannt hat und dann seine ganzen heidnischen und heretischen Gesetze, sage ich mal, vor allen Dingen die aus Babylon stammen, die wir ja von Babylon nach Rom von Alexander Hislop gelernt haben, sich damit getarnt hat und das halt überdeckt hat damit. Aber trotzdem gehe ich jetzt mal hier in das Kapitel 6 rein. Ich habe hier und da auch ein paar Kommentare, nicht allzu lange. Hauptsächlich werde ich mich wirklich beschäftigen mit dem Lesen dieses sechsten Kapitels. Und wir werden ja sehen, inwieweit der Autor hier die politische Macht des Papsttums wirklich beleuchtet. Zweifellos gewinnt das Papsttum zurzeit rasch an Profil. Ich lese übrigens in Seite 77 für diejenigen, die ein eigenes Buch haben und gerne mitlesen möchten, Anfang des Kapitel 6. Zweifellos gewinnt das Papsttum zurzeit rasch an Profil. Sein Public Relations Erfolg in den letzten Jahren war bemerkenswert. In der Nachkriegszeit lag der gute Ruf des Vatikans in Trümmern, als Folge der Konkordate mit Antichrist Pius XI., mit Hitler, Mussolini und Franco und der offenen Sympathie von Antichrist Papst Pius XII. Mit den Faschisten und seiner Gleichgültigkeit gegenüber der Not der Juden. In einem Artikel des Londoner Evening Standard vom 18. April 1989 behauptet der katholische irische Politiker Conor Cruise O'Brien, dass Antichrist Papst Pius XI. Versuch, den Juden zu helfen, durch seinen plötzlichen Tod vereitelt wurde, wie auch durch den anschließenden Widerstand gegen die vorgesehenen Maßnahmen sowohl seitens seines Nachfolgers Papst Pius XII. Als auch des Jesuitengenerals Ledokowski. Jetzt tauchen wir eben noch mal kurz in eine Fußnote ein. Dieser Artikel im Evening Standard, also von 1989, war eine Ausnahme. In den letzten 3 Jahren erschienen viele Leitartikel in den großen Zeitungen und Beilagen, die den Ruf Papst Pius XII. Rehabilitieren sollten. Die Rehabilitation dieses Papstes ist für den Katholizismus besonders wichtig, weil der Fatima-Kult durch seine einzigartige persönliche Vision im Jahre 1950, die von Millionen getreuer Katholiken als ein besonderes Wunder für ein ausnehmend heiliges Wesen gewertet wird, sehr gefördert wurde. Antichrist Papst Pius XII., Hitlers Papst, war es auch, der, bestätigt durch seine mystische Erfahrung, im Jahre 1950 die Lehre von der Himmelfahrt Marias verkündigte und festlegte. Ex cathedra, also von seinem Thron in Unfehlbarkeit sprechend. Ja? Deswegen ist es natürlich sehr wichtig, die Reputation des Vatikan nach dem Zweiten Weltkrieg zu wiederherzustellen. Wenn der Papst eine solche wichtige, unfehlbare Lehre verkündet, dann kann er ja nur unfehlbar sein und muss das eben auch in den Augen des Publikums sein. Nun, der Autor fährt fort: Doch heute ist die Aura des Beifalls um die Person des Papstes recht beachtlich und könnte sogar diejenige eines anderen römischen katholischen Helden übertreffen, nämlich des ersten katholischen Präsidenten der Vereinigten Staaten, John Fitzgerald Kennedy, der nahezu ohne echtes politisches Programm an die Macht kam und für die meiste Zeit seiner Präsidentschaft eine Art verlängerter Flitterwochen mit der Presse genoss. Auch hier muss ich einen kurzen Kommentar einfügen. Nicht viele wissen es, aber John F. Kennedy ging 1961, bevor er zum Präsidenten gewählt wurde, von Washington, wo er wohnte, nach Texas, ein im Grunde erzprotestantischer Staat, und ging dort zu verschiedenen protestantischen Denominationen, also Glaubensrichtungen wie Presbyterianer, Methodisten, Lutheraner, nehmt sie mal alle auf, und hat diesen Kongregationen damals versichert, dass er nicht den Papst als seine Autorität
während seiner Regierung erkennen würde, dass er dem amerikanischen Volk dienen und nicht dem Papst dienen würde. Auf diese Art und Weise trachtete Kennedy die Unterstützung der protestantischen Kirchen und damit natürlich der ganzen protestantischen Kirchengänger zu bekommen für die Wahlen, das er auch bekam. Nun, so ist es damals geglückt, dass der erste offizielle katholische Präsident der Amerikaner gewählt wurde, John F. Kennedy. Warum erzähle ich das jetzt? Natürlich ist es für den einen oder anderen interessant, mal zu wissen, aber der große Kasus Knacktus, auf den ich hinaus will, ist, dass knapp 40 Jahre später George W. Bush, der aus Texas kommt, genau die umgekehrte Reise gemacht hat und von Texas nach Washington ging und dort allen Katholiken versichert hat, dass er während seiner Präsidentschaft, so er denn gewählt würde, dass er die Befehle des Papstes befolgen würde. Also genau das Umgekehrte. Ein Katholik geht in den 60ern nach Texas und fragt für die Stimmen der Protestanten, weil er nicht dem Papst untertan sein will in seiner Regierung. War er auch nicht, deswegen haben sie ihn später ermordet, das ist aber eine andere Geschichte. Und knapp 40 Jahre später geht ein sogenannter Protestant, ein Mitglied von der Geheimorganisation Skull and Bones, eine freimaurische Organisation, von Deutschen gegründet, der Harvard-Universität, von Texas, wo er herkommt, nach Washington, um dort den Katholiken zu versichern, dass er wohl dem Papst dienen wird. Muss man sich mal vorstellen. Wer mir das nicht glaubt, ja, der sollte sich die Bücher durchlesen und die Lesungen anhören von Tom Fress, die ich Anfang des Videos genannt habe. Da kommt das drin vor. Nun, wie Papst Johannes oder Antichrist Papst Johannes der 23. hat auch Antichrist Johannes Paul II. Das Papsttum entmythologisiert und humanisiert. Und seine Medienauftritte haben viel dazu beigetragen, Argwohn, Furcht und auch unschöne Erinnerungen an das Papsttum zu nehmen. Seine Vergangenheit als Schauspieler hat sich in einer von Bildern bestimmten Welt als hilfreich erwiesen, wobei sein Publikum nicht immer in der Lage war, das echte Leben von der Seifenoper zu unterscheiden. In der Tat, Ansehen und Ruf des jetzigen Papstes erscheinen über jeden Angriff erhaben. Vatikanische Skandale um einen groß angelegten Betrug, Korruption sowie Mitschuld an dem Versuch, alles zu vertuschen, wurden einfach mit einem Achselzucken abgetan. Und bevor ich hier weiterlese, muss ich eine kleine Pause machen, weil es ist ein wichtiger Satz, finde ich, der in der englischen Version drinsteht, der mir hier in dieser deutschen Version fehlt. Das muss ich mal eben nachschauen. In der englischen Version steht der Satz: His audience is not always able to distinguish real life from soap opera and has largely relegated history to the status of the latter rather than the former. Im Deutschen haben wir gelesen, seine Vergangenheit als Schauspieler hat sich in einer von Bildern bestimmten Welt als hilfreich erwiesen, wobei sein Publikum nicht immer in der Lage war, das echte Leben von der Seifenoper zu unterscheiden. Wobei jetzt im Englischen darauf eingegangen wird, dass eben auch die Geschichte, ja, offizielle Geschichte und gelehrte Geschichte in Schulen und Universitäten eigentlich immer den Status eher dieser Soap Opera, also der Schauspielerwelt, der Papst damals entsprungen ist, entspricht, anstatt der Geschichte des echten Lebens. Finde ich schade, dass hier die Übersetzer nicht auf diesen wichtigen kleinen Abschnitt eingegangen sind. Has largely relegated history to the status of soap opera rather than the former, meaning des echten Lebens. No? Das finde ich sehr, sehr schade und da will ich doch mal eben drauf hinweisen. Also selbst wenn man solche Bücher im Deutschen liest, kann es hilfreich sein, daneben auch mal das Englische zu lesen, weil manche Dinge einfach nicht übersetzt sind. Warum? Weiß ich nicht. Ich habe es ja nicht übersetzt. Ist da eine Agenda hinter? Fand man das einfach nicht so wichtig? Ich weiß es nicht. Ich will mich da auch gar nicht weiter drüber auslassen.
Aber es fiel mir gerade beim Lesen dieses deutschen Satzes nochmal ganz deutlich auf, dass ich gestern im Englischen eben was anderes gelesen hatte und deswegen wollte ich euch da darauf hinweisen. Aber fahren wir fort in der Mitte von Seite 78. In der Tat, Ansehen und Ruf des jetzigen Papstes erscheinen über jeden Angriff erhaben. Vatikanische Skandale um einen groß angelegten Betrug, Korruption sowie Mitschuld an dem Versuch, alles zu vertuschen, wurden einfach mit einem Achselzucken abgetan. Erzbischof Kasimiros Marcinkos, der im Mittelpunkt der ganzen Affäre stand, wurde vom Papst mehr als 7 Jahre lang gedeckt. Somit waren die italienischen Behörden gewissermaßen hilflos. Nach Berichten der Times vom 18. Juli 1987, Zitat, hob der oberste Gerichtshof Italiens in einem überraschenden und nahezu beispiellosen Schritt die Haftbefehle gegen Marcinkus und 2 andere leitende Bankiers des Vatikan auf. Ende Zitat. Der römisch-katholische Oxford-Professor für Logik Michael Dummett klagte den Papst an, sich der Vertuschung mitschuldig gemacht zu haben, um Marcinkus zu decken. The Sunday Telegraph vom 15. März 1987 stützte sich auf Berichte der katholischen Wochenzeitschrift The Tablet, als sie Professor Dummett mit den Worten zitierte, Zitat, die Vatikanbank ist in verfilzte Praktiken verstrickt, von denen der äußerst beißende Gestank der Korruption aufsteigt. In diese Praktiken sind andere Banken, die Mafia, sowie die übelste Sorte von Freimaurerei verwickelt und sie gipfelten in dem möglicherweise bizarren Selbstmord, wahrscheinlicher jedoch dem grotesken Mord an einem italienischen Banker oder Bankier in London. Ende Zitat. The Catholic Herald berichtete, es sei erwiesen, dass Roberto Calvi in London war, um Hilfe bei Opus Dei zu suchen. Opus Dei ist eine extreme spirituelle Geheimgesellschaft der Jesuiten. Bin ich in Alexander Hislops Buch auch darauf eingegangen. Kann man sich da nachschauen. Es ist interessant, dass es eines italienischen Gerichtsbescheides bedurfte, um Calvis Tod als Mord einzustufen. 2 Untersuchungen in London hatten zuvor ein unentschiedenes Urteil ergeben. Die italienische Einschätzung ist eine Bestätigung des Standpunktes von Professor Dummett und auch von Stephen Knight, der in seinem Buch The Brotherhood, also die Bruderschaft, behauptete, dass der Todesfall, Zitat, unentwirrbar mit der geheimnisvollen P2-Loge, das ist also die Freimaurerloge P2, das steht für Propaganda Due, und der freimaurerischen Unterwanderung nicht nur der römisch-katholischen Kirche, sondern des Vatikans selbst verflochten war. Ende Zitat. Der Mailänder Entscheid zog eine offene Anklage wegen Komplizenschaft im Mordfall Calvi nach sich, vorgebracht gegen Marcinkus von Calves Witwe, die angab, dass ihr Mann kurz vor seinem Tode gesagt habe, die Priester wollen meinen Tod. Marcinkus trat als Direktor der Vatikanbank zurück, blieb aber unter dem Schutz des Papstes und genoss vatikanische Immunität. Versuche der italienischen Behörden, ihn mit den anderen wegen Betrugs Angeklagten vor Gericht zu bringen, wurden vom Vatikan vom Tisch gewischt. Der Papst weigerte sich kurzerhand, ihn auszuliefern. Nun muss ich auch hierbei nochmal eine kleine Bemerkung eben machen. Und das liegt einfach daran, dass ich euch hier mitteilen möchte, dass wir jetzt kurz den Bankenskandal erwähnen, der Banco Ambrosiano Betrugsprozess. Und in Deutsch findet man da nicht viel über. Das Einzige, was ich euch anbefehlen kann, ist ein Wikipedia-Link und den werde ich in die Beschreibungsbox des Videos rein verlinken, dass ihr das selbst nachlesen könnt. Aber dahingehend sollte man auch mal seine eigene Nachforschung anstellen und dann versteht ihr auch, warum dieser Banker Calvi, der auf einmal in London unter einer Brücke erhängt gefunden wurde, warum es da um einen Mordprozess und nicht um einen Selbstmord ging. Aber die Jesuiten lassen ja viele Selbstmorde aussehen oder viele Morde aussehen wie Selbstmorde, ne? Im Englischen gibt es noch einen neben dem Wikipedia-Link einen anderen Link von rens.com und den kann man sich auch gut mal anschauen, wenn man das Englisch kann und das ein bisschen studieren, dieser Bankenskandal von der Banco Ambrosiano. Da gehen wir jetzt gleich in der Lesung auch drauf ein. Warum ich das vor allen Dingen wichtig finde zu erwähnen ist, dass hier gleich geschrieben wird, dass dieser Prozess noch weitere Jahre andauern wird, zur Zeit, als das Buch geschrieben wird. Und dass wir natürlich inzwischen 23 Jahre nach diesem Veröffentlichen des Buches sind, natürlich der Prozess lange abgeschlossen ist. Also, der Banco Ambrosiano Betrugsprozess, der vor 7 Jahren begann
und voraussichtlich ein bis zwei weitere Jahre andauern wird, findet statt, während dieses Buch geschrieben wird. Nach Angaben des Sunday Observer hofft man, dass der Prozess Licht in das Dunkel von verschwundenen 800 Millionen Pfund bringen wird, die zum größten Bankzusammenbruch im Nachkriegseuropa führten, zu der Zeit. Zitat: Wie tief waren der Heilige Stuhl und der polnische Papst darin verwickelt und warum? Die Staatsanwälte sind heute davon überzeugt, dass fast 100 Millionen nach Warschau geschmuggelt wurden, um die Solidarność in ihrem Kampf zu unterstützen. Dieser Punkt wird gewiss in dem Prozess zur Sprache kommen. Ende Zitat. In dem Artikel von William Scorby heißt es weiter, vatikanische Quellen hätten angedeutet, dass sie um eine Antwort nicht verlegen sein werden. Wenn der Papst Valença in dieser Weise unterstützt haben sollte, Zitat, dann um einen Auslöser für die Freiheit in ganz Osteuropa zu schaffen. Ende Zitat. Nachzulesen in The Observer vom Sonntag, 3. Juni 1990. Das Ziel wird die Mittel gerechtfertigt haben. Ein Satz, den ich mir hier im Buch angestrichen habe. Warum? Das Ziel heiligt die Mittel. Das ist die Prämisse der Jesuiten. Ja? Und natürlich wird das Ziel die Mittel gerechtfertigt haben, auf irgendeine Art und Weise der Solidarność, der Solidaritätsbewegung im damals noch kommunistischen Polen unter der Leitung von Lech Walesa, finanzielle Mittel zukommen zu lassen. Und wenn eine Bank das kann, dann ist das die Vatikanbank. Aber da bin ich ja in anderen Lesungen auch schon drauf eingegangen, dass das eben diese einzige tolle Bank der Welt ist, wo man Cash-Geld einzahlen kann, das Schwarzgeld ist und das dann über deren Konten weiß waschen kann für die ganze Welt. Man muss halt nur 15% abgeben an die Vatikanbank selber. Ja? Also, dass hier natürlich das Ziel die Mittel gerechtfertigt haben soll, das ist ziemlich deutlich. Und wenn das so ist, wann immer das so ist, dann wissen wir auch, wer involviert ist in diese ganzen Sachen. No? Der Autor fährt fort am Ende von Seite 79. Es ist wahrscheinlich, dass außer der Kapitalübertragung für die Solidarność und andere vatikanische Unternehmungen, wie diejenigen in El Salvador und Nicaragua, auch die engen Geschäftsbeziehungen der Vatikanbank mit der Mafia, die alle über die schillernde Person des ehemaligen Drogenschiebers Michele Sindona, eines engen Freundes von Papst Paulus dem VI. Laufen und mit dem Großmeister der Freimaurerloge P2, Lucio Gelli, ans Licht kommen werden. Hier steht Lucio Gelli, aber ich meinte, er hieß Lucio Gelli. Spielt auch keine Rolle, Lucio. Inzwischen ist er verstorben, aber ein ganz, ganz hohes und fieses Tier. Der Propaganda 2, also Propaganda 2, Freimaurerloge in Italien. Die Verbindung zu dieser Loge ist für die römische Kirche höchst peinlich. Ach ja? Die einflussreiche Propaganda Due, von der großen Mehrheit in der Freimaurerei als eine Art Überläufer angesehen, ja, hat ja römisch-katholische Verbindung, wurde 3 Jahre vor Ausbruch des Skandals aus der italienischen Freimaurerei ausgestoßen. Wie kam es dann, dass der Vatikan so tief darin verwickelt war? Das ist eine Frage, die müssen sich meine Zuschauer nicht mehr stellen, weil die wissen, dass Freimaurerei lediglich der protestantische Arm der Jesuiten ist und dass an der Spitze der Freimaurerei eben auch der schwarze Papst, der General der Jesuiten, als oberste Person steht. Wie kam es dann, dass der Vatikan so tief darin verwickelt war? Ja, weil der rechte Arm der Teil desselben Körpers ist wie der linke Arm. So einfach ist das. Enthüllungen könnte es aufgrund der vatikanischen Verstrickung mit der P2 und der Banco Ambrosiano auch darüber geben, dass Kapital durch eine vatikaneigene Gesellschaft namens Bellatrix transferiert wurde, um die Mittel zur Beschaffung der Exocet-Raketen für Argentinien zur Verfügung zu stellen. Hallo? Erinnert ihr euch noch an die Zeit des Falklandkrieges? Und Argentinien hatte so gesagt Exocet-Raketen gegen die Engländer, die da ihre Inselgruppe vor Argentinien verteidigen wollten? Wie das alles zusammenhängt, ne? Um solche Enthüllungen zu vermeiden, so folgerte der irische Vatikanbeobachter Philip Power, hat der Papst möglicherweise die Notwendigkeit gesehen, sich mit der Freimaurerei auszusöhnen und sich zu arrangieren, wie wir in Irish Christian Assemblies in Limerick in Irland nachlesen können.
kurz vor den Presseenthüllungen im Zusammenhang mit der Propaganda-Duelloge der italienischen Freimaurerei und dem Skandal um die Vatikanbank Banco Ambrosiano wurde der päpstliche Bann der Freimaurerei im Jahre 1983 ganz plötzlich aufgehoben. Ach nee, davor gab es einen Bann, das, so gesagt, Katholiken absolut und strikt und auf Basis der Exkommunikationsstrafe verboten war, sich Freimaurerlogen anzuschließen. Dieses Verbot wurde 1983 aufgehoben, passend, wo hier natürlich die Verbindung zwischen Freimaurerei und dem Vatikan rauskam, auf der einen Seite, und passend natürlich dazu, dass man sagt, ja, ihr arbeitet ja sowieso für denselben Herrn, also spielt das ja im Grunde keine Rolex, ne? Der Autor David Yalop hat weithin anerkannte Beweise dafür gesammelt, dass die italienische dass die italienische Nachrichtenagentur L'Osservatore Politico Papst Johannes Paul I. kurz vor seinem überraschenden und mysteriösen Tod im September 1978 über die Verwicklung führender Mitglieder der römischen Kurie in Geheimgesellschaften, einschließlich der Propaganda-Due und anderer Freimaurerlogen, in Kenntnis gesetzt hatte. Zitat: Luciano, damit ist Johannes Paul I. gemeint, vertrat die Ansicht, dass es für einen Priester undenkbar sei, Mitglied einer Freimaurerloge zu werden. Die Liste der großen Vatikanloge, die dem Papst überreicht wurde, enthielt die Namen von 121 bestätigten Mitgliedern der Freimaurerei, der die katholische Kirche lange Zeit unversöhnlich feindlich gegenübergestanden hatte. Ende Zitat aus dem Buch von Yalop, das heißt In God's Name, in Gottes Namen, Seite 255 und 256. Zum Tod Antichrist Papst Johannes Paul I. 1978 will ich hier nur eben sagen, für diejenigen, die es nicht wissen, er wurde 33 Tage, nachdem er sein Amt angetreten hatte, tot aufgefunden. 33 ist natürlich eine merkwürdige Zahl, ne, wenn man die Kabbalistik erkennt. Und natürlich wurde er vergiftet, wie so viele andere. Beweise dafür gibt es an anderer Stelle, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein. Aber wenn der Papst eben nicht das tut, was die Jesuiten wollen, dann tschüssi, dann setzen wir die Kurie zusammen und holen uns eben einen anderen Papst. Der römisch-katholische Autor Piers Compton schildert in seinem Buch The Broken Cross, also das gebrochene Kreuz, ausführlich die Einführung des Angelo Roncalli, der späteren Antichristen Papst Johannes des 23. in die Gesellschaft der Rosenkreuzer im Jahre 1935. Des Weiteren führt er 11 Kardinäle auf, einschließlich Casaroli, Sünens, den belgischen Kardinal, von dem wir ja im vorigen Kapitel schon sprachen, und Willett, sowie 75 weitere führende Prälaten der Kirche, Erzbischöfe, Bischöfe, Monsignori und päpstliche Nunzien mit ihren Decknamen und den Daten ihrer Aufnahme in die Geheimgesellschaften. Die Freimaurerei befürwortet alle Religionen. Der große Architekt des Universums, ja, das ist der Gott der Freimaurerei, so wird gesagt, ist durch viele Mittler zugänglich, beispielsweise durch Buddha, Mohammed, Krishna oder durch Jesus Christus. Kirchen, die die Freimaurerei anerkennen, leisten der ökumenischen Einheit wenig oder keinen Widerstand. Natürlich, die sind ja unterwandert. Und so können Freimaurerei und Katholizismus, befreit von den Schwierigkeiten der Vergangenheit, gemeinsam das Ziel verfolgen, Anführer einer Weltreligion zu werden. Na, wunderbar. Hier lesen wir es nochmal. Der große Architekt des Universums ist durch viele Mittler zugänglich. Also, ich kann, weil was die Freimaurerei hierbei lehrt, ist, der große Architekt des Universums ist bei ihnen natürlich Gott. Aber, Entschuldigung, das ist natürlich nicht der Gott der Bibel. Das sollte man als bibelgläubiger Christ natürlich wissen. Aber jedenfalls sagen sie hier, dass dieser Gott durch Buddha, durch Mohammed, durch Krishna und durch Jesus Christus zugänglich ist. Das sind alles Mittler. Was sagt denn die Bibel? Die Bibel sagt, es gibt nur einen Gott, Gott den Vater im Himmel,
Und es gibt nur einen Mittler zwischen dem Menschen und dem Vatergott, und das ist der Mann Jesus Christus. Ganz einfach. Also sieht man auch hier, dass eben Freimaurer eine eigene Religion haben. Luziferianismus. Ja? Finde ich doch nicht mehr ganz unwichtig eben zu erwähnen, weil wenn man dann Freimaurer ist, obwohl man da bei der Einschwörung auf die King James Bibel schwört, also zumindest in englischen Logen, wie das im Deutschen ist, weiß ich nicht, welche deutsche Bibel die da nehmen, oder vernehmen sie auch die King James, das weiß ich nicht. Da wird jedenfalls gesagt, dass Buddha, Mohammed und Krishna auch Mittler sind, die zwischen dem Vatergott, wie die Freimaurerei ihn nennt, der große Architekt des Universums, und dem Menschen mitteln kann. Komplett entgegengesetzt der Lehre der Bibel. Wieder einmal. Naja, der nächste Abschnitt des Artikels heißt Einfluss und Autorität des Papsttums. Doch die moralische Autorität des Papstes wächst weiter und er wird als ein großer Führer anerkannt. Der Einfluss, den er heute in der Welt ausübt, knüpft an vorreformatorische Zeiten an. Ein typisches Beispiel hierfür stammt aus einem Artikel in Time über den Zulu-Häuptling Buthelezi. So, mache ich nochmal eine kurze Pause. Der erste Satz, oder besser gesagt der zweite Satz, ist ganz, ganz wichtig. Der Einfluss, den er heute in der Welt ausübt, der Papst, knüpft an vorreformatorische Zeiten an. Das ist genau das, was viele Menschen denken, ist die neue Weltordnung. Es ist die alte Weltordnung hergestellt. Die Zeit, als der Papst über die Könige der bekannten Welt ohne irgendwelchen anderen Einflüsse regiert hat. Das dunkle Zeitalter. Der Einfluss, den er heute in der Welt ausübt, knüpft an vorreformatorische Zeiten an. Und das ist übertragbar 1:1 auf heute, 2016. Also ein typisches Beispiel hierfür stammt aus einem Artikel in Time über den Zulu-Häuptling Buthelezi. Was wird denn über diesen Zulu-Häuptling hier geschrieben? Zitat: Sein Ansehen ist so groß, dass er sich mit Papst Johannes Paul II., mit Präsident Reagan, mit Premierministerin Margaret Thatcher und anderen Führern der Weltpolitik beraten hat. Ende Zitat. Ach ja? Also, dieser Zulu-Häuptling berät sich mit dem Papst, mit Präsident Reagan und Thatcher, die sich natürlich auch mit dem Papst beraten. Ja. Und die dem Papst ihre Dienste zur Verfügung stellen. Während der Geiselkrise im Libanon im August 1989 berichtete The Times, dass Präsident Bush sich nach der Hinrichtung des amerikanischen Oberst Higgins mit dem Papst und anderen Führern der Weltpolitik telefonisch beraten habe. Im November 1990, Zitat, als Präsident Gorbatschow den Weg nach Rom ging, Ende Zitat, wie der Daily Telegraph es formulierte, Zitat, war kein Spott mehr über die Größe der päpstlichen Divisionen zu hören. Auch vom Opium für das Volk war keine Rede mehr. Stattdessen die Hoffnung, dass ein Besuch des Papstes in der Sowjetunion dem bedrängten Präsidenten Gorbatschow großes Ansehen verschaffen werde. Ende Zitat aus der Daily Telegraph vom 19. November 1990. Gorbatschow wurde bei diesem Besuch von 24 Beamten begleitet, einer stärkeren Delegation als derjenigen, die er zu seinem offiziellen Besuch in Italien brachte. Der Vatikan hat eine enorme diplomatische Schlagkraft. Er unterhält Vertretungen in fast jedem Land. Diplomatische Beziehungen mit Großbritannien und den Vereinigten Staaten sind gerade erst in jüngster Zeit hersteller worden, und zwar 1982 die englischen und 1984 die amerikanischen. Da muss ich gleich mal eben eine Kleinigkeit zufügen. Warum haben die Vereinigten Staaten von Amerika keine diplomatischen Beziehungen zum Vatikan mehr gehabt? Weil sie die, ich glaube, 1867, wenn nicht ein bisschen früher, auf jeden Fall nach dem Mord an Abraham Lincoln abgebrochen haben, weil damals ganz deutlich war, dass die römisch-katholische Kirche auch via den Jesuiten verwickelt war in den Anschlag auf Abraham Lincoln. Dazu muss man nur 50 Years in the Church of Rome lesen, also 50 Jahre in der Kirche Roms von Charles Chiniquy und ein paar andere Bücher von Burke McCarthy und solche Dinge, die über die Anschläge eingehen, und es ist ganz deutlich, die Surratt-Familie und die Konspiratoren dahinter wurden alle gehängt, und es war ganz deutlich, dass es da vatikanische Verbindungen gab, und damals haben die Vereinigten Staaten gesagt,
wir haben keine diplomatischen Beziehungen mit dem Papst, wenn der dafür sorgt, dass unser Präsident hier erschossen wird. So einfach ist das. Und Präsident Ronald Reagan, der große Verräter, auch Schauspieler, genau wie Papst Johannes Paul II., das passt ja gut zusammen, ne? Hat 1984 die diplomatischen Beziehungen wiedereröffnet. Und die ersten beiden US-Botschafter am Vatikan, William Wilson und Frank Shakespeare, waren Mitglieder der Geheimen Ritter von Malta, einer Organisation, die selbst diplomatische Beziehungen zu nicht weniger als 42 Nationen unterhält. Das ist der Stand von 1993. Ihr könnt das ja mal selbst raussuchen, zu wie vielen Nationen sie heute diplomatische Beziehungen unterhalten. Die Malteser Ritter sind im Grunde ein eigener Staat. Ja, das ist eine komplett eigene Organisation, die wirklich diplomatische Beziehungen mit anderen Ländern unterhält. Und das ist ein Ritterorden, ein päpstlicher Ritterorden. SMOM, Sovereign Military Order of Malta oder Souveräne Militärorden von Malta. Den gehört unter anderem Monsanto, ja, Francis Queenie hat das errichtet, das waren Malteser Ritter, unter anderem der Errichter von Blackwater oder XI, dieser Söldnerorganisation, das war auch ein Malteser Ritter und. Also, die Malteser Ritter, sich mit denen mal zu beschäftigen, das dauert einige Jahre und das richtig zu studieren, aber ich wünsche euch viel Spaß, sehr interessant. Kann man wirklich mal machen. Auf jeden Fall, was ich gerade vorgelesen habe, kam aus Concerned Christians, Catholics and Charismatics, einer Publikation aus Denver in Colorado. Keine andere Kirche, fährt der Autor fort, hat je die Notwendigkeit verspürt, derlei zeitlichen Aktivitäten nachzugehen. Nee. Habt ihr schon mal davon gehört, dass die lutheranische Kirche in irgendwelchen Ländern Botschaften unterhält? Die unbequeme Mischung aus Beichtstuhl und Diplomatenkoffer stellt eine ständige Bedrohung für die nationale Sicherheit aller Länder dar. Sie hat zweifellos zu den Problemen in Nicaragua, El Salvador und besonders in Irland beigetragen. Und doch suchen die Staatsmänner und Regierungsoberhäupter der Welt weiterhin Audienzen, um den Rat des Papstes zu weltstrategischen Fragen einzuholen. George Schutz, Amerikas Staatssekretär und wie viele der wichtigsten Mitglieder der Reagan-Administration ein Katholik. Und Reagan selbst war ja so gesagt Protestant, ja, konsultierte den Papst vor größeren Entscheidungen und machte beispielsweise auf dem Weg zu den Nahost-Friedenskonferenzen Zwischenstopp im Vatikan. Yasser Arafat, inzwischen auch verstorben, vergiftet, hielt nach der amerikanischen Annahme der PLO-Friedensinitiative bei den Vereinten Nationen am 24. Dezember 88 ebenfalls Einkehr im Vatikan. Also, steuert der Vatikan den Islam, ja oder nein? Vermutlich ging es um mehr als nur den Weihnachtssegen. Arafat hat sich wiederholt mit dem Papst getroffen. Wiederholt! Zwei Männer mit scheinbar sehr wenigen Gemeinsamkeiten. Ja, das ist, was sie nach außen hin scheinen lassen. Aber in Wirklichkeit ist Yasser Arafat dem Papst ebenso untertan wie alle anderen Politiker. Es war bezeichnend, dass der 70 Jahre währende Bruch zwischen dem Kreml und dem Vatikan im Dezember 1989 mit Präsident Gorbatschows Besuch beim Papst endete. Das finde ich auch bezeichnend. Es war Gorbatschows erste Station auf dem Weg zu seinem Gipfeltreffen mit Präsident Bush. Die Zeitschrift Reformer der Protestantischen Allianz sprach ein Wort der Warnung aus. Zitat: Es ist nicht ohne Bedeutung, dass Michael Gorbatschow in dieser Krisensituation hinging, um den Papst zu besuchen. In vielen Herzen löst dieser Schritt Ängste aus. Die Wiedervereinigung Deutschlands unter einer vom Vatikan beherrschten Partei gibt Anlass zur Besorgnis. Welche Partei ist denn das? Ja? CDU? Wird sich die Geschichte wiederholen? Wird es wieder einen pro-vatikanischen Block in Europa geben? Diesmal im Bündnis mit einem freundlich gesonnenen Russland, mit Polen, Ungarn, Rumänien und der Tschechoslowakei im Schlepptau? Wird dies eine Wiederholung in größerem Maßstab der vatikanischen Unterstützung der Mittelmächte, die zum Ersten Weltkrieg führte, und der faschistischen Mächte im Zweiten Weltkrieg? Diese Fragen sind berechtigt, denn der Vatikan hat sein Ziel der Weltherrschaft
nie aus den Augen verloren. Ende Zitat. Was hab ich immer gesagt? Der Vatikan will die Weltherrschaft durch eine Einweltregierung, eine Weltreligion, und da Kirche und Staat zusammen sind, ist natürlich dann auch der Herrscher der Welt auch derjenige, der der Herrscher über die Kirche ist, ne? Ist doch gar nicht so schwer zu begreifen. Ja, und wie hier in diesem Satz an zweiter Stelle stand, und der faschistischen Mächte im Zweiten Weltkrieg, ne, also wird es eine Wiederholung in größerem Maßstab geben zur Unterstützung der Mittelmächte, die zum Ersten Weltkrieg führten, und der faschistischen Mächte im Zweiten Weltkrieg. Ja, wenn ihr darüber ein bisschen mehr lernen möchtet, dann müsst ihr halt das Buch, das ich auf meinem Kanal gelesen habe, Behind the Dictators von Leo Herbert Lehman, lesen oder euch meine Lesung anhören. Ist halt leider in Englisch. Wenn ich das Buch jemals in Deutsch in die Finger bekomme, wenn mein Freund Andreas das übersetzen möchte, dann werde ich das Ganze hier bringen. Bis dahin ist es nur in Englisch verfügbar. Und da sieht man die Zusammenhänge zwischen dem Vatikan und dem Dritten Reich. Polen und das Papsttum, fährt der Autor jetzt fort. Meine Güte, ich bin in Englisch aber viel schneller gewesen als in Deutsch. Also das mit den Bildern im Video, dafür Entschuldigung, das kommt schon mal nicht mehr hin, weil ich gebrauche immer die englischen Bilder und das englische Video ist, glaube ich, 48 Minuten und das kriege ich hier niemals hin, weil ich bin jetzt auf Seite 83. Aber spielt ja auch keine Rolle. Das, was ich sage, ist ja wichtiger als die Bilder und ich werde schon irgendwas finden, um euch die Zeit zu vertreiben, an Bildern einzufügen. Polen und das Papsttum. Die Hauptschlagzeile des Sunday Express vom 6. November 1988, Maggie sucht den Segen des Papstes, deckte auf, dass Mrs. Margaret Thatcher den außergewöhnlichen Schritt getan hatte, am Vortag ihres spektakulären Polenbesuchs den Papst zu konsultieren. Im polnischen Lodge veranschaulichte der Papst 1987 die neue Schlagkraft des Vatikans in der kommunistischen Welt, als er bei einer Open-Air-Messe vor einer großen Menschenmenge den Arbeitern das Recht zusprach, sich von freien Gewerkschaften vertreten zu lassen. Lech Wałęsa, neu gewählter Präsident Polens und Nobelpreisträger, Friedensnobelpreisträger möchte ich hinzufügen, von der Presse als eifriger Katholik beschrieben, scheint während all der hitzigen Tage der Gründung und des Kampfes der Solidarność ein angenehmes Leben geführt zu haben. Er gedieh, während in der kommunistischen Zeit die Gewerkschaft wuchs, reiste frei in der Welt umher, bis seine meteorgleiche Karriere schließlich im Dezember 1990 in der Wahl zum Staatsoberhaupt gipfelte. Seine Nähe zum Katholizismus ist für jedermann ersichtlich. Der Evening Standard beschrieb Wałęsa in einem Leitartikel zum 29. November 1989 als, Zitat, einen Mann mit enormer Macht in Polen. Er ist kein Politiker, er ist kein Soldat, eigentlich auch kein Gewerkschaftler. Er ist in erster Linie Katholik, in zweiter Linie polnischer Nationalist. Und wenn er überhaupt Sozialist ist, dann nur in dem Sinne, dass er kein ausgesprochener Kapitalist ist. Ende Zitat. Auf Fotos ist er häufig zusammen mit Kruzifixen und anderen Bildern von der Jungfrau Maria zu sehen. Oder im Fernsehen, wie er sich bekreuzigt. Oder auch in der Gesellschaft von Kardinälen und Priestern, die einstmals als Mittler zur kommunistischen Regierung fungierten. The Associated Press berichtet am 11. Dezember 1990, dass Lech Wałęsa öffentlich der schwarzen Madonna von Jasna Góra, auch bekannt als Unsere liebe Frau von Częstochowa, seine Treue schwor. Ende. Zitat hier. Ja, das war kein Zitat, ne? Ne. Aber wir gehen hier eben nochmal in eine kleine Fußnote. Malachi Martin, sagt der Autor hier, betont in seinem Buch The Keys of This Blood. Ja, Malachi Martin kennt ihr ja, ist ja ein vormaliger Jesuit, der das Buch geschrieben hat. Ja, ob da sowas wie einen ehemaligen Jesuiten gibt's ja nicht. Ja. Also Malachi Martin betont in seinem Buch The Keys of This Blood die Verehrung des Papstes für die schwarze Jungfrau von Jasna Góra. Martin behauptet, dass Johannes Paul II. Glaube, die Jungfrau von Jasna Góra sei der Hauptgrund für seine Wahl zum Papst gewesen. Dr. Malachi Martin schildert auch die Begegnung des Papstes mit Michael Gorbatschow am 1. Dezember 1989. Zitat: Um 11.30 Uhr vormittags führte er Gorbatschow in seine Bibliothek,
weist ihm einen Sessel zu, nimmt ihm gegenüber Platz, schlägt seine Notizen auf und eröffnet das Gespräch. Eine Reproduktion des polnischen Nationalschatzes, der Ikone von Częstochowa, der schwarzen Jungfrau von Jasna Góra, mit den Hiebspuren des Tartarensäbels auf der Wange, war auf einer Staffelei zur Rechten der beiden Führer aufgestellt worden, nur wenige Fuß von dem Tisch entfernt, an dem sie saßen. Ende Zitat. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, nicht wahr? Seine Beziehung zur Kirche Roms mag wohl der Grund sein für die Freiheit, die Lech Wałęsa in den Anfangsjahren von Solidarność genoss. Auch hierin zeigt sich das Ausmaß des Einflusses, den der Vatikan viele Jahre hindurch auf das kommunistische Regime ausgeübt hat. Diese Freiheit erinnert an diejenige, die Johannes Paul II. Als Kardinal Wojtyla genossen hatte, bevor er Papst wurde. Damals war offensichtlich, dass diese Freiheit dem derzeitigen Primas Kardinal Wyszynski nicht gewährt wurde. Das französische Blatt Didasco brachte bald nach der Wahl Johannes Paul II. Im Jahr 1978 seine Skepsis zum Ausdruck. Zitat: Niemand, der des schlüssigen Denkens fähig ist, es werden ja immer weniger, wird unbedacht glauben, dass ein Kardinal aus einem Land hinter dem eisernen Vorhang etwas anderes sein kann als eine Pflanze des Kommunismus. Ende Zitat. Wenn Didasco recht hat, dann verdient Wojtyla als erfolgreichster Doppelagent aller Zeiten in die Geschichte einzugehen, war er doch maßgebend daran beteiligt, den Spieß gegen jene umzudrehen, die seine Wahl gesichert hatten. Das Kardinalskollegium der römischen Kirche war schon immer berüchtigt für seine Intrigen. Mit der Wahl des Nachfolgers für Johannes Paul I., dessen frühzeitiger Tod sich am 28. September 1978 ereignete, könnte es sich selbst übertroffen haben. Der Vatikan hätte wahrscheinlich am liebsten Tadeusz Mazowiecki im Amt des Staatspräsidenten gesehen. Als Polens erster nicht-kommunistischer Ministerpräsident hatte er die neuen Realitäten anschaulich dargestellt, als er nach seiner Amtseinführung nicht nach Moskau, sondern nach Rom reiste. Als führende Kraft der Solidarność half er Wałęsa und anderen, die nahezu 100 Millionen Pfund des Vatikan erfolgreich einzusetzen, um, wie vatikanische Sprecher es gegenüber Reportern im Banco Ambrosiano Betrugsprozess ausdrückten, Zitat, den Auslöser für die Freiheit in Europa, Ende Zitat, zu schaffen. Der weniger schillende Mazowiecki, auch ein alter Freund von Johannes Paul II. Und ehemaliger Herausgeber einer führenden katholischen Zeitschrift, wurde wahrscheinlich von Rom als derjenige angesehen, der sich im Vergleich mit Wałęsa in diesem Führungsamt wohl als verlässlicher erweisen würde. Die neue Wählerschaft war anderer Meinung. Während der Staatspräsidentenwahl, als sich deutlich abzeichnete, dass Mazowiecki aus dem Rennen war, bekundete Berichten zufolge die römisch-katholische Kirche verspätet ihre Unterstützung für Wałęsa und Kardinal Glemp gab ihm seine einflussreiche Stimme, um durch sein Vorbild einen möglichen Überraschungssieg Tschiminskis zu verhindern. Nichtsdestoweniger weiß Lech Wałęsa, wie viel er dem Vatikan und dem Papst verdankt. Im Februar 1991 stattete er als neuer polnischer Staatspräsident im Vatikan seinen dritten Besuch ab. Die römisch-katholische Zeitschrift Universe berichtete, dass er vor Selbstbewusstsein strotzend hereinrauschte, um dem Papst zu sagen, Zitat, unser neues Polen steht zu eurer Verfügung. Ende Zitat. Unser neues Polen steht zu eurer Verfügung, sagt Wałęsa dem Papst. Im Universe abgedruckt am 10. Februar 1991. Kann ich nicht umhin, um eine kurze Bemerkung drüber zu machen. Ich habe mal ein Video gemacht von Tom Fress, während er, ich glaube, das war noch Global Vatican gelesen hat, wo er sagte, dass in einem Meeting zwischen Ronald Reagan, weiß jetzt nicht genau, welches Jahr das mir war, das könnt ihr ja danach schauen, steht ja, glaube ich, dabei, wo er in einem Meeting mit dem Papst sich vor dem Papst gekniet haben soll und gesagt haben soll zu dem Papst, Holy Father, I give you my country. Heiliger Vater, ich gebe Ihnen oder ich gebe euch mein Land. Genau dasselbe, was wir hier von Lech Wałęsa lesen können. Unser neues Polen steht zu eurer Verfügung. Heißt doch nichts anderes.
Und je mehr solche Dinge rauskommen, desto weniger bezweifle ich, dass das mit Ronald Reagan und Papst Johannes Paul II. Damals auch wirklich passiert ist. Es gewinnt mehr und mehr an Wahrscheinlichkeit. Nun, die neue Freiheit Polens, fährt der Autor fort, könnte bald wieder Vergangenheit sein. Ja, ist es ja. Ne? Die sind ja jetzt in der EU. Die sind ja auch nicht mehr frei. Sind ja genauso geknebelt, geknechtet wie wir alle. Schon jetzt gibt es erhebliche, weit verbreitete Befürchtungen hinsichtlich der Vermischung von Kirche und Staat. In einem Artikel mit der Überschrift „Angst vor einem Wiederaufleben des polnischen Katholizismus“ macht Newsweek auf die Gefahr aufmerksam. Zitat: „Die Wiederaufnahme des Religionsunterrichts an Polens öffentlichen Schulen ist nur eines der Anzeichen für die zunehmende Macht der Kirche in einem Land, das zu mehr als 90% römisch-katholisch ist. Nach Jahren des Kampfes mit einem feindlichen Regime, Kommunismus, wurde die Religion jetzt von Polens neuem Machthaber in solcher Weise angenommen, dass die Grenzen zwischen Kirche und Staat verschwimmen. Ministerpräsident Tadeusz Mazowiecki und der Führer der Solidarność Lech Wałęsa nehmen regelmäßig an kirchlichen Zeremonien teil. Religiöse Programme werden vom staatlichen Fernsehen ausgestrahlt, Soldaten marschieren in einer Pilgerschaft zu dem Schrein der Schwarzen Madonna und die Anti-Abtreibungsgesetzgebung ist ein vorherrschendes Thema im Parlament. All das hat in manchen Polen die Frage geweckt, ob die Kirche es nicht ein wenig übertreibe. Die Entscheidung zugunsten der religiösen Unterweisung hat schon zu manchem wütenden Meinungsaustausch veranlasst. Hört gut zu. Kritiker erheben den Vorwurf, dass Schüler sich zur Teilnahme genötigt fühlen und dass wenige Schulen Ausweichmöglichkeiten für solche anbieten, die sich dagegen entscheiden. Zitat: „Das geht doch von einer Form der Beeinflussung zur nächsten." Ende Zitat. Sagt Iwona Osuch, deren 14-jähriger Sohn draußen auf dem Korridor sitzt, während seine Klasse religiöse Unterweisung hat. Katholische Unterweisung. Was sagt die Frau hier? Das geht doch von einer Form der Beeinflussung, der Indoktrination, zur nächsten. Gut erkannt, Iwona Osuch. Gut erkannt, wenn das mal die meisten Leute genauso gut erkennen würden, wie du das hier erkennst. Kardinal Josef Glemp, der polnische Primas, hat die vereinzelten Proteste einer sehr lautstarken Minderheit dem Vermächtnis des kommunistischen Regimes angelastet, das, Zitat, eine Abneigung gegen Gott förderte. Ende Zitat. Nachzulesen in Newsweek vom 15. Oktober 1990. Im Mai 1991, nur 7 Monate nach dem Newsweek-Leitartikel, erschien in der Konkurrenzzeitschrift Time ein Beitrag mit dem Titel „Mehr Macht für die Kanzel“, der den rasanten Lauf der Dinge in Richtung Vorherrschaft der Kirche in Polen bestätigte. Wir zitieren hier auszugsweise: „Als mit dem Antritt einer von Solidarność geführten Regierung der Kampf endete, ging die Kirche als Sieger hervor, fest verbündet mit einer Administration, die sie, so kann man beinahe sagen, selbst eingesetzt hat. Ein Jahr später ist die Kirche, der die 38 Millionen Polen zu 97% angehören, allgegenwärtig und, so wie so mancher es sieht, allmächtig. Bischöfe und Priester segnen die Truppen, Schulen und Fabriken. Der neu geschaffene Posten des Seniorkaplans der Armee bekommt den Rang eines Generals gleich. Die abendlichen Nachrichten des staatseigenen Fernsehens enthalten unweigerlich einen kirchenbezogenen Beitrag der einen oder anderen Form. Am 200. Jahrestag der ersten freien Verfassung Polens liegt Lech Wałęsa, ein ergebener Katholik, die Feierlichkeiten im Parlament und besuchte stattdessen den nationalen Schrein der Schwarzen Madonna von Jasna Góra. Eine Umfrage der letzten Woche zeigt auf, dass die Kirche als die bei weitem mächtigste nationale Einrichtung gesehen wird. Stärker als die Regierung, stärker als das Präsidentenamt, stärker als das Militär, die alte kommunistische Nomenklatur, stärker sogar als die Solidarność."
Der Aufstieg der Kirche hat bei vielen Polen ein ungünstiges Gefühl hinterlassen, weil sie das drohende Gespenst eines Kirchenstaates kommen sehen, regiert nach den Weisungen des Papst Johannes Paul II., der seinem Heimatland Polen im Juni seinen vierten Besuch abstatten wird. Ende Zitat. Nachzulesen im Time Magazine vom 20. Mai 1991. Die Furcht, dass eine Form der Intoleranz von einer anderen abgelöst worden ist, wurde von dem englischen Evangelisten George Carswell in der September 1989 Ausgabe von Evangelism Today zum Ausdruck gebracht. Zitat: Die Gläubigen in Polen haben große Angst vor der Solidarność, weil sie voraussehen, dass sie der evangelistischen Arbeit Einschränkungen auferlegen wird. Eines der erklärten Ziele der Solidarność ist die Ächtung aller Religionen, mit Ausnahme des Katholizismus. Wir müssen für Polen beten. Ende Zitat. Dieses kleine Zitat von Roger Carswell gibt deutlich an, wie der Vatikan funktioniert. Schaut, die Solidarność, geleitet von Lech Wałęsa, wurde von der Vatikanbank mit mindestens 100 Millionen Pfund finanziert. Eine Gewerkschaftsbewegung, sozusagen, um den Leuten bessere Arbeitsrechte zu geben. Dafür sind Gewerkschaften ja da, um ihnen ein bisschen mehr Freiheit zu geben. Und alle laufen wie die Schafe zum Schlachthof, dem sogenannten Hirten, in diesem Fall Lech Wałęsa, hinterher, um dieses Ziel zu erreichen. Kaum erreicht Solidarność dann die Power, die Kraft, die sie haben will, und stürzt die kommunistische Regierung und ist selbst eine kräftige Regierung, steht hier: Eines der erklärten Ziele der Solidarność ist die Ächtung aller Religionen, mit Ausnahme des Katholizismus. Ja, wie kann man besser ein ganzes Land noch katholischer machen? Und geht da mal ruhig ein bisschen in die Geschichte zurück. Das 17. Jahrhundert oder das Ende des 16. Jahrhunderts. Polen war damals von der Reformation reformiert und größtenteils protestantisch. Und die Jesuiten haben es in knapp 60 Jahren geschafft, das Land zu katholisieren. Hier hatten sie weniger als 60 Jahre nötig. 97% der 38 Millionen Polen sind katholisch. Aber selbst da ist ein großer Teil der Bevölkerung, der Angst hat, zwischen Kirche und Staat zusammen. Ja, wenn ich das habe, dann darf ich kein Katholik sein. Da eben die römisch-katholische Kirche hauptsächlich eine politische Macht ist. Und genau deswegen lesen wir ja Kapitel 6, Papsttum und politische Macht. Jetzt machen wir noch einen kurzen Abstecher in die damals noch sogenannte Tschechoslowakei. Protestantische Führer in der Tschechoslowakei haben ähnliche Befürchtungen zum Ausdruck gebracht. Sie glauben, dass die römische Kirche die politische Situation genau wie in Polen im Griff gehabt und beeinflusst hat. Im April 1990 war die Tschechoslowakei das erste Warschauer Paktland, das der Papst außer seinem Heimatland Polen besuchte. Gerade 6 Monate zuvor hatte Kardinal Tomasek, der römisch-katholische Primas des Landes, an der Spitze von 200.000 Demonstranten gestanden, die das Ende der kommunistischen Herrschaft forderten. Er brandmarkte laut das marxistische Regime und forderte die Bestrafung seiner Machthaber. The Observer gab zu bedenken, dass die Ankunft des Papstes politische Bedeutung habe, da, Zitat, angesichts der Tatsache, dass es nur noch 6 Wochen bis zur Wahl sind, und dass die katholischen Parteien zu den Bestorganisierten unter den 27 Wettbewerbern zählen, das Charisma des Papstes dem öffentlichen Image der kirchlichen Bewerber, wie manche meinen, unfaire Schützenhilfe gibt. Ende Zitat. Nachzulesen in The Observer vom 22. April 1990. Eugen Milo von der slowakisch-reformierten Kirche, Dr. Jaroslav Ondra von der evangelischen Kirche der tschechischen Brüder und Eva Mikuleks von der Hussitenkirche sprachen bei ihrem Besuch in Großbritannien von ihrer Besorgnis angesichts der ehrgeizigen Pläne des Vatikans. Zitat: Die römische Kirche ist auf die neue Situation bestens vorbereitet, mit einem umfassenden Plan zur Rechristianisierung der Tschechoslowakei.
Das Ziel ist eine christliche Republik, das heißt eine römisch-katholische Republik. Katholikenführer arbeiten mit Hochdruck daran, Katholizismus und Nationalismus gleichzusetzen und haben alle Christen gedrängt, die pro-katholische christlich-demokratische Bewegung zu unterstützen. Ende Zitat. Die August 1990 Ausgabe der Christian News World berichtet, Zitat: Nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Gewerkschaften ist die römisch-katholische Kirche die größte Organisation in der Tschechoslowakei. Die Slowakei, zu 90% römisch-katholisch, war während des Zweiten Weltkrieges ein selbstständiger, nazifreundlicher, kirchlicher Staat und erlebt auch heute wieder starke nationalistische Empfindungen innerhalb des Bereichs der römisch-katholischen Kirche. Ende Zitat aus Christian News World, August 1990. Die Tschechoslowakei, die Slowakei, Entschuldigung, die Slowakei war während des Zweiten Weltkriegs ein selbstständiger, nazifreundlicher, kirchlicher Staat. Ja, natürlich, zu 90% römisch-katholisch. Hitler war katholisch. Und die ganzen Führer der anderen europäischen Länder, die ihm gefolgt sind, waren natürlich auch katholisch. Diese nationalistischen Empfindungen haben rasch zur Trennung der Slawischen Republik von der Tschechischen Republik geführt, die am 1. Januar 1993 vollzogen wurde. So, das beendet das sechste Kapitel von Alle Wege führen nach Rom. Habe ich es tatsächlich mal geschafft, im Deutschen eine Viertelstunde länger zu lesen als im Englischen. Auch ein Primär. Hab wahrscheinlich ein bisschen mehr Kommentare hier gebraucht. Und ja, den einen Satz, den ich da nicht drin gefunden habe, der nicht gut übersetzt war, das hat mich wirklich ein bisschen gerade eben schockiert, trotz der Vorbereitung. His audience is not always able to distinguish real life from soap opera and has largely relegated history to the status of the latter rather than the former. Ein wichtiger Satz, der hätte übersetzt werden müssen. Aber ja, das habe ich ja nachgeholt. Damit kommen wir also zum Ende, Kapitel 6, Alle Wege führen nach Rom. Im deutschen Titel nicht mit Fragezeichen versehen, dafür die Frage Evangelikale, ja, wohin? Fragezeichen, Untertitel des Buches, der mit Fragezeichen versehen, Evangelikale, wohin? Tut mir leid, euch das so krass sagen zu müssen, direkt zum Gericht. Und da habt ihr nicht viel, um euch zu verteidigen, weil ihr habt das Wort Gottes verfälscht. Damit ende ich dann meine Lesung für heute. Joggler 66 von Stunde der Wahrheit wünscht euch weiterhin einen schönen Tag. Gott hüte, beschütze und segne euch und halte euch auf dem schmalen Pfad, der zur Erlösung, zu Jesus Christus und damit zum Vater führt. Bis zum nächsten Mal. Gott schütze euch. Tschüss. Ich sehe den großen Abfall. Ich sehe die Verwüstung des Christentums. Ich sehe die rauchenden Ruinen. Ich sehe die Herrschaft von Ungeheuern. Ich sehe jene Vizegötter, jenen Gregor den Siebten, jenen Innozenz den Dritten, jenen Bonifatius den Achten, jenen Alexander den Sechsten, Gregor den Dreizehnten, Pius den Neunten. Ich sehe ihre lange Folge, ich höre ihre unerträglichen Lästerungen, ich sehe ihren abscheulichen Lebenswandel, ich sehe, wie sie angebetet werden von verblendeten Generationen, wie sie hohle Segnungen austeilen, wie sie ihren verlogenen Ablasshandel treiben und ein heidnisches Christentum schaffen. Ich sehe ihre livrierten Sklaven, ihre geschorenen Priester, ihre zölibatären Beichtväter, ich sehe den berüchtigten Beichtstuhl, ich sehe die verführten Frauen, die ermordeten Unschuldigen. Ich höre die verlogenen Absolutionen. Ich höre die Todesseufzer. Ich höre die Schreie der Opfer. Ich höre die Ansprüche, die Flüche, den Donner der Interdikte. Ich sehe die Folterdecke. Ich sehe die Verliese, die Scheiterhaufen. Ich sehe die unmenschliche Inquisition. Jene Feuer von Smithfield. Jene Gemetzel der Bartholomäusnacht.
jene spanische Armada, jene unsäglichen Dragonaden, jene endlose Kette von Kriegen, jene entsetzliche Menge von Massakern. Ich sehe das ganze System und im Namen des Ruins, den es in der Kirche und in der Welt verursacht hat, im Namen der Wahrheit, die es verleugnet hat, des Tempels, den es geschändet hat, des Gottes, den es gelästert hat, der Seelen, die es zerstört hat, im Namen der Millionen, die es getäuscht hat, der Millionen, die es dahin geschlachtet, der Millionen, die es verdammt hat. Gemeinsam mit heiligen Bekennern, mit edlen Reformatoren, mit unzähligen Märtyrern, mit den Glaubenden aller Zeiten, brandmarke ich es als Satans Meisterstück, als den Leib, die Seele und das Wesen des Antichristen. Jeder Christ hat die heilige Pflicht, im Gebet den Antichristen zu bekämpfen. Und was der Antichrist ist, darüber dürfte es bei keinem normal gesinnten Christen Fragen geben. Wenn es nicht das Papsttum der Kirche Roms ist, dann gibt es nichts auf der Welt, das mit diesem Namen bezeichnet werden könnte. Denn es verletzt Christus, weil es ihn in seiner Herrlichkeit beraubt, weil es die Wirkungskraft der Sakramente an die Stelle seines Sühnopfers setzt und ein Stück Brot an die Stelle des Erlösers erhebt und ein Tropfen Wasser an die Stelle des Heiligen Geistes und weil es einen fehlbaren Menschen wie uns als Stellvertreter Christi auf Erden hinstellt. Wenn wir das Papsttum im Gebet bekämpfen, weil es gegen Christus steht, dann sollen wir die Personen lieben, auch wenn wir ihre Irrlehren hassen. Wir lieben ihre Seelen, auch wenn wir ihre Dogmen verabscheuen. So werden unsere Gebete vor Gott angenehm, weil wir unseren Blick auf Christus richten, wenn wir beten. Die ökumenische Bewegung, die sie rühmen, ist die größte Katastrophe, die in diesem Jahrhundert in die christliche Kirche hereingekommen ist. Sie hat die Kirchen dieses Landes zu einer Ansammlung blutleerer, rückgratloser, haltloser Organisationen schrumpfen lassen, die kaum noch ein müdes Wimmern für Christus und die Wahrheit zustande bringen. Kein Wunder, dass die Bosheit so sehr zunimmt und die geistliche Finsternis über die Jahre immer dichter wird. Ernsthafte Christen mit nüchternem Lebenswandel und tiefer geistlicher Gesinnung sind in ihren Augen Fanatiker und Frommtuer. Wenn das stimmt, dann waren erhabene Gottesmänner wie John Knox in Schottland, Johannes Calvin und Martin Luther auf dem Kontinent und Erzbischof Cranmer in England ebenfalls Frommtuer in ihrem Kampf gegen die Irrlehren des Papsttums. Wir rühmen uns ihrer Gemeinschaft.